Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem etwas kürzerem und etwas spontanerem Video, denn es wurde gerade etwas angekündigt und zwar die Sims 4 Jahreszeiten. Oh mein Gott, wir haben alle so krass darauf gewartet und ich wollte jetzt einfach diesen Trailer zum ersten Mal mit euch direkt gemeinsam anschauen. Also ich habe ihn vorher noch nicht gesehen, ich habe so ein bisschen was gelesen, aber ich möchte euch vorher kurz noch was sagen und zwar habe ich die Ehre mit dem lieben Daniel von simfans.de nach Los Angeles in 13 Tagen, glaube ich, weiß gerade nicht, zu fliegen zur EA Play und da können wir das, soweit ich weiß, anspielen, die Sims 4 Jahreszeiten. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht gerne sehen wollt und ob ihr so Fragen habt, die wir da vielleicht anbringen können. Ich weiß nicht, ob wir das können, aber falls wir das können, machen wir das. Und ja, ich freue mich so auf diesen Trailer Sims 4 Jahreszeiten und Hunde, also nicht und Hunde und Haustiere, sind so diese beliebtesten Add-ons in Sims 4, in Sims und jetzt sind sie in Sims 4, das wollte ich sagen. So, Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin gespannt, wie der Trailer ist. Ich bin gespannt, wie alles umgesetzt sein wird. Ich würde sagen, wir starten direkt, oder? So. Okay. Die Sims für Jahreszeiten. Wie cool. Oh mein Gott, wie cool. Was ist das für ein kleines Becken mit so einem Mini-Planschbecken? Okay, oder im Schnee. Ja, ja, ja. Doch, das sieht. Und Laub. Oh Gott, ey. Das geht mir ein bisschen zu flott hier. Ich muss ganz kurz. Okay, also. Das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Wasserbombenschlacht kennen wir aus die Sims 3. Der Winter, oh mein Gott, wie cool sieht der Winter bitte? Wow, hallo, wie cool sieht denn bitte der Winter aus? Oh mein Gott, sieht so schön aus. Und ich habe ihn jetzt gerade im Vordergrund, aber ich meine diese Schneeoutfits und die Mützen und alles, das sieht so gut aus. Oh mein Gott. Und man kann wieder Eiskunst laufen. Endlich. Endlich. So, machen wir weiter. So, es gibt auch Feiertage, habe ich gelesen. Was ist das? Oh, die Rollschuhbahn, die gibt es natürlich auch wieder. Okay, kennen wir aus Sims 3. Oh, wie cool das einfach aussieht. Und so Weihnachtsdeko und Weihnachtsbaum und Weihnachtsbaum schmücken. Oh, wie krass. Leute, ich komme. Hallo. Hey, jetzt gehen wir ein bisschen zu schnell hier. Mal ganz kurz die Outfits angucken. Ist das Kleid neu? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall feiern die hier gerade eine Party. Okay. Ich will jetzt keine Trailer-Analyse machen, da gibt es andere YouTuber hier auf YouTube, die das machen, aber ich will es einfach nur mal angucken und ich muss immer ein bisschen stoppen, denn hier passiert gerade so, so viel, Freunde. Hier ist eine Party, okay. Achso, so ein Dinner, ne? Was ist das hier? So ein Weihnachtsdinn, was ist das? Hä? Oh mein Gott, der Osterhase, der Weihnachtsmann oder der Nikolaus, ich weiß nicht. Und ein Imker, okay. Ich glaube, man kann Bienen züchten, habe ich das nicht richtig, kann ich das nicht gelesen? Ich glaube schon. Aber... Es gibt wieder Weihnachten. Das heißt, man kann Weihnachten feiern. Kann man auch Ostern dann wieder so krass feiern? Ich hoffe es. So, hier sieht man, wie man Bienen züchtet und dann Honig wahrscheinlich selber machen kann. Alles. Okay, meine einzigen Freunde, die Bienen. Oh, wie cool. Das ist so cool. Und das ist die magische... Ja, hat man auch gesehen. Die magische Vogelscheuche. Ganz kurz noch, die magische Vogelscheuche, mit der kann man sich wahrscheinlich anfreunden oder so, wenn ich das richtig gelesen habe. Keine Ahnung. Die hat man ja schon gestern in diesem Hinweis gesehen. Gestern wurde ja ein GIF gepostet, wo man schon was gesehen hat. Und hat man im Hintergrund so ein bisschen herbstliche Blätter gesehen an den Bäumen. Und da dachte ich schon so, okay, vielleicht wird es ja was. Ich wusste es ja selber nicht. Also, für mich ist es ja auch neu. Und dann, dass es jetzt einfach die Sims für Jahreszeiten ist, wofür ich nach Amerika, nach Los Angeles fliege, das freut mich halt umso mehr. Einfach so ein geiles Add-on und ich bin richtig gespannt. Oh mein Gott, Leute, was ist das eigentlich hier gerade? Ist das eine Wetterstation? Das sieht so wetterstationsmäßig. Was macht denn sie da? Hallo? Es ist eine Wetterstation. Was ist das für eine coole Stadt? Oh mein Gott, oh, da wurde jemand vom Blitz getroffen. Ha, das finde ich gut. Was macht er denn jetzt? Was? 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 What the fuck? Oh mein Gott. Ja, erhältlich ist das Ganze ab 22. Juni. Das ist ja schon echt bald. Ich fliege am 6. Juni nach L.A. und ich weiß gar nicht, wann ich das da anspielen kann oder wie das Ganze da abläuft und so auf der, bei der EA Play. Es sind auf jeden Fall noch ganz viele andere International Sims YouTuber dabei und ich freue mich einfach so. Es wird so cool und ja. Der Daniel und ich werden da, denke ich, mal gut für euch was mitnehmen können und euch das dann präsentieren können. Die Sims für Jahreszeit. Ich mache mal wieder so ein cooles Bild. Ich weiß nicht, was... Ich hätte gerne ein cooles Bild. Aber es sieht halt alles so richtig krass aus, muss ich sagen. Mir gefällt es echt. Da hinten sieht man, wie so jemand Schneemann gebaut. Da machen Leute gerade ein Selfie davor. Er schiebt den Schnee weg. Es sieht so cool aus. Und es... War das eine neue Stadt? Ja, ne? Also, Und zumindest sah das mal zwischenzeitlich so wie eine neue Stadt aus. Ich muss da mal ganz kurz wieder hin. Hallo. Die Stadt kenne ich nämlich nicht. Also, jetzt wartet hier.
Wir gucken nochmal ganz kurz. Die Stadt sagt mir nichts. Die ist neu, ne? Ja, ich glaube schon, dass die neu ist. Sehr, sehr cool. Ich freue mich riesig drauf, Freunde. So viel sei jetzt auch gar nicht gesagt. Ja, ich mach nochmal wieder zu. Ja, hier. Er hat gerade Angst, Herr. Ich kann bloß sagen, es wird richtig cool. Mir gefällt es bis jetzt richtig gut. Also dieser Trailer, dieser Ankündigungstrailer, der war richtig gut gemacht. Ich freue mich so. Noch ein paar kurze Infos, die man lesen konnte aus dem Artikel, den EA veröffentlicht hat. Und zwar wird es natürlich in jeder Welt, also jede Welt, die ihr habt, Jahreszeiten geben. Ich weiß nicht, Custom-Content-Welten glaube ich jetzt eher weniger. Aber ja, die Hauptwelten, da soll es geben. Und die ganzen Wettereffekte, Regen, ich weiß gar nicht, Schnee, die ganze Hitze, Regen, was gab es noch? Keine Ahnung, Gewitter. Und ja, als neue Möglichkeiten habt ihr ja schon gesehen, gibt's Rollschuhlaufen, jetzt wieder Schlittschuhlaufen, das ist super cool. Man konnte Bienen züchten, ich weiß, oder mit denen, aber ich weiß es nicht so genau, was man damit machen kann. Aber man hat auf jeden Fall auch jetzt am Anfang, glaube ich, war das am Anfang, den Gärtner? Ja, hier, die Gärtnerin gesehen. Und es gibt wieder Schaukeln, das ist ja auch schön. Gab es ja auch nicht, da hinten ist auch ein Gartenhaus und alles richtig schön. Das ist nämlich eine neue Karriere, deine Sims können jetzt, Gärtner, Botaniker, sagt man, glaube ich, werden. Und ja, die magische Vogelscheuche hatten wir schon gesehen, dieses... Mal schauen, wie die sich so entwickelt. Wir haben auch schon Feiertage gesehen, also Weihnachten höchstwahrscheinlich, ne? Ostern haben wir auch gesehen. Da diesen Zwerg, ich habe keine Ahnung, was die so Zwerg, der ist interessant. Ich bin super gespannt, was ist das, was das wird. Ich freue mich einfach so. Es wird so, so cool. Und ich freue mich so, wenn die Sims 4 Jahreszeiten, hier sieht man auch nochmal die neue Stadt. Die sieht, ja, anders aus als die anderen. Oder ist das eine neue Stadt? Ja, oder? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß es gerade echt nicht. Vielleicht ist es auch einfach eine Stadt, die es schon gibt und ich erkenne sie einfach nur nicht wieder, aber sie sagt mir halt gerade gar nichts. Die Sims 4 Jahreszeiten ab 22.06. gibt es zu kaufen und es wird so cool. Es wird dann auf meinem Kanal natürlich sich alles angeschaut und ich schaue mir auch vor Ort in Amerika alles an. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben könntet. Wie findet ihr die Sims 4 Jahreszeiten? Wie fandet ihr denn diesen Trailer? Wie fandet ihr das Konzept, wie das jetzt aufgebaut ist? Ich finde es relativ ähnlich zu Sims 3, was mir sehr gefällt. Ja, schreibt mir auch gerne Wünsche und so in die Kommentare, was ich in Amerika mir anschauen soll bei Jahreszeiten und so. Also ich freue mich riesig. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich gerne über eine positive Bewertung freuen. Schreibt, wie gesagt, alles in die Kommentare, was euch gerade einfällt zu Jahreszeiten. Jetzt kommt gleich GNTM, vielleicht läuft es schon, wenn das Video online ist. Aber ja, wir hören uns das nächste Mal wieder dann bei Bachelor in Paradise. Bis dann, haut rein und ciao!